Hallo Freundinnen, Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Friends. Und heute geht's weiter mit Wir gegen Thanos, einem weiteren Solo-Let's Play gegen Thanos. Und im letzten Let's Play habe ich es schon angekündigt, heute mit Venom, ja, Flash Thompson aka Venom. Deck dazu habe ich mir auf Marvel Champions DB auch im Kommentar verlinkt rausgesucht und gebastelt in Aggressionsdeck, auch mit vielen Guardians, Allies. Mal schauen, wie sich der gute Flash Thompson aka Venom so schlagen wird. Wenn ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, macht das gerne und kommentiert auch gerne unter dem anderen Video, denn auch hier wieder könnt ihr nämlich kommentieren und zwar einfach mal schätzen. Gewinne ich mit Venom gegen Thanos? Besiegt Thanos mich? Vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen genauer schätzen. Thanos vielleicht noch 16 Leben und ich 0 oder irgendwie andersrum gefühlt. Letzte Mal mit Gamora war es ja wirklich gefühlt knapp irgendwie. Irgendwie kein Glück gehabt, die ein oder andere Karte. Oder vielleicht doch Glück gehabt auch. Also wie das immer so ist. Also es hat sich auf jeden Fall cool angefühlt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das so mit Venom ist. Venom jetzt hier auch meine Erstpartie. Thanos habe ich natürlich jetzt schon mal ein bisschen mehr kennengelernt. Er kann also ganz schön nasty werden. Von daher seht ihr jetzt hier wieder den Aufbau. Also Thanos, wir beginnen wieder natürlich Stufe 1, 16 Lebenspunkte. Venom hat allerdings 12 Lebenspunkte. Und ich zeige euch jetzt natürlich so sehr im Detail jetzt nicht nochmal unbedingt Thanos seine Karten, außer natürlich, wir haben wieder den Infinity-Handschuh. Sanctuary ist am Start. Wir können Thanos also erstmal keine Lebenspunkte klauen. Und dann hier der Infinity-Stein, der Seelenstein, liegt geradeaus. Heile 3 Schaden vom Schurken und gib ihm eine verdeckte Boost-Karte. Lege diese Karte auf den Ablagestapel, wenn das Ganze also getriggert wird. Und natürlich wieder der Hinweis, ja, einfach mal in die Kommentare schreiben, denn ihr könnt damit eure Gewinnchancen erhöhen für ein Grundset und die drei Kampagnenerweiterungen, die aktuell verfügbar sind, die da hinter mir stehen. Es wird sicherlich noch 2, 3, 4 Videos geben in diesem Format und dann werden nämlich all diejenigen, die kommentiert haben, zusammengefasst und dadurch könnt ihr doppelt, dreifach, vierfach in den Lostopf kommen und dann das ganze Zeug gewinnen. Jetzt aber zurück mal hier zu Venom. Flash Thompson, das natürlich, weil wir den so noch nicht gesehen haben hier, was kann denn der Gute? Ja, im Alter Ego ist er ein Soldat. Er kann ein zusätzliches Upgrade mit dem Schlüsselwort eingeschränkt kontrollieren. Normalerweise sagt eingeschränkt, dass man nur 2 Karten quasi im Spiel unter seiner Kontrolle haben kann. Aber jetzt kann man 3 Upgrade-Karten mit dem Schlüsselwort eingeschränkt kontrollieren. Beim Spielaufbau hat der gute Thompson auch gleich mal eine Karte mit dem Board Waffen Upgrade aufgedeckt. Das habe ich auch schon mal vorbereitet hier. Und zwar ist es ein Energiespeer geworden, ein Upgrade, was an Verbündete gehängt wird. Ja, seht ihr hier. Und dann gucken wir uns natürlich hier nochmal die Sache weiter an. Also Handkartenlimit 6, habe ich jetzt sozusagen 7 Punkte durch den Spielaufbau hier, weil ich hier noch so eine Karte genommen habe. Dann Lebenspunkte 12, Erholungswert von 4. Und in seiner Heldengestalt hat er erstmal 1, 2, 2, also ja, nicht ganz so viel Widerstand wie Gamora. Die hatte ja 2, 2, an der Stelle. Und er ist dann auch ein Guardian Space Knight. Also dann kann man auch die ganzen Guardian-Verbündeten ausspielen dadurch. Hier auch nochmal, auch in dieser Form kann er eine zusätzliche Upgrade mit dem Schlüsselwort eingeschränkt kontrollieren. Und er hat symbiotische Verbindungen. Ja, Venom ist ja so ein Symbiont. Er kann nämlich Ressourcen erzeugen, also einen Schaden sich selber geben und dann eine Wild-Ressource erhalten. Das kann man allerdings nur einmal pro Phase machen, aber könnte man also in der Schurkenphase oder der Spielerphase machen. Also ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also wirklich viele so Waffen-Upgrade-Cards, Verbündete. Ich habe noch
keine Ahnung so richtig, wie Venom sich hier so schlagen wird. Eher so mein Bauchgefühl, irgendwie nicht so gut wie Gamora, aber ich lasse mich da positiv überraschen. Ja, Thanos ist also, ja, wie gesagt, spielbereit. Wenn ich da eigentlich nichts, sollte ich nichts vergessen haben. Wir haben den Infinity-Stein aufgedeckt. Sanctuary ist am Start. Das heißt, ich muss erstmal 4 Bedrohungen irgendwie wegkriegen, um den Guten da Schaden zu machen. Da fängt quasi die Misere schon so ein bisschen an, gefühlt. Aber naja. Okay, so, dann, ja, Flash Thompson. Ich würde natürlich gleich mal mit dem Guten hier in die Venom-Gestalt wechseln. Und ja, vielleicht gerne einen Verbündeten ausspielen. Hier zum Beispiel der gute, wo haben wir ihn? Martinex, auch ein Guardian-Charakter. Senke die Kosten, um Martinex zu spielen, um 1, falls deine Identität das mal Guardian hat. Also hat ja Guardian als Venom. Das heißt, es ist jetzt nur noch eine Zweierkarte. Und da gebe ich einfach mal, ja, hier mit der Ressourcenkarte Genialität habe ich also schon mal 2 rausgehauen. Und dann würde ich, glaube ich, ja, scheiße, oder? Warte mal, nee, ich mache das doch anders. Ich mache das nicht mit der Karte, sondern ich gebe noch mal 2 andere, glaube ich, aus. Zack. So. Und dann kann ich nämlich damit schon mal einmal Widerstand hier runterholen. Kriegt natürlich einen Schaden dafür. Und dann habe ich hier nämlich noch auf der Kartenhand den guten hinter feindlichen Linien Effekt, ne? Widerstand, entferne 3 Bedrohungen von einem Plan, falls für diese Karte nur mit Geistressourcen Bescheid, verwirre einen Gegner. Ach, wobei, das ist letztendlich auch scheißegal, weil verwirren kann ich ja den guten Thanos nicht, sehen wir auch schon wieder ein bisschen doof an der Stelle, aber ich mache das trotzdem, bezahle auch nur mit den Geistressourcen hier, mit Genialität. Und ja, nehme 3 Ressourcen hier vom Plan. Zack, damit ist Sanctuary auch weg. Mal gucken, ob ich hätte ich hier mit noch einer anderen Karte vielleicht bezahlen sollen. Ja, vielleicht mit der hier. Denn jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, ich zeige es euch hier auch nochmal, ja, nachdem ich die ja abgehandelt habe, Kraftressourcen bis zu 3 auszugeben. Und ich mache das auch mal hier mit dieser einen Kraftressource da unten. Und ja, dann erleidet er also gute Thanos 2 Schaden. 1, 2. Erinnert euch, mit der guten Gamora habe ich da schon ein bisschen mehr weggemetzelt gehabt. Aber so ist das. Besser vielleicht als nichts. Und jetzt könnte ich jetzt greife ich einfach mal an, würde ich sagen. Das heißt, 1, 2 für Thanos von Venom. Benutze nicht diesen Effekt, um mir hier Schaden zuzufügen. Das könnte ich hier nur anmachen. Lassen wir sozusagen mal an der Stelle. Und dann, ja, werden die hier wieder spielbereit gemacht. Ich habe ein Handkartenlimit von 5. Eine habe ich ja noch. 1, 2, 3, 4, 5. Schickter Schlag, sobald dein Held einen Basisangriff trifft, bekommt er für den Angriff +2. Dann haben wir ja Torque als Ally. Dem Talk ins Spiel gekommen ist, gibt ihn eine C-Statuskarte, falls du mit einem Schergen im Kampf bist. Rocket Raccoon hier, na? Sobald Rocket Raccoon einen Schergen angreift, bekommt er für den Angriff 3 Angriff und der Angriff erhält Overkill, also Schergen schon ganz gut. Bis jetzt haben wir ja nicht so viele Schergen hier gesehen, auch nicht im letzten Let's Play.
Sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet, verhindere den Angriff, falls du für diese Karte nur mit Ressourcen bezahlst. Betäube den Schurken. Ne? Betäuben können wir ihn ja wieder nicht, aber wir können immerhin theoretisch praktisch damit auch einen Angriff abwehren. Und Angriff ist ja auch das Stichwort gleich, aber natürlich muss oder darf der Schurke erstmal wieder die Bedrohung vorantreiben. Also hier eins wird dann aktiviert natürlich. Ne? Er greift mich an, weil ich in der Heldengestalt bin. Heile 3 Schaden vom Schurken und gib ihm eine verdeckte Boosterkarte. Also jetzt kriegt der gute Taunus wieder 1, 2, 3 Leben dazu, effektiv nur einen Schangenmann, und eine verdeckte Boosterkarte. Das heißt, er boostert jetzt also gleich mit 2 Karten. Aktuell macht er einen Angriff von 3. Tja, 3. Könnte ich damit aufhalten? Kostet mich aber auch 2. Ich will ja auch gerne vielleicht meinen. Ach nein, ich block mal mit dem Martinez-Typen hier. Also 3 und jetzt gucken wir mal die Boost-Sachen und an. 3, 4, 5, 6. Und dann gibt es hier nochmal einen anderen. Wie geht über das Cut? Das ist ein Finish-Steindeckes ab. Und dann gibt es nochmal 2 extra Punkte. Also 5 plus 3 macht also 8 Schaden. Da ist natürlich mein Martinet Butch, aber es gibt keinen Overkill oder sowas. Von daher war das schon ganz okay an der Stelle. Dann gibt es natürlich wieder eine Begegnungskarte. Ah, hier ist wieder Super Giant. Am Start und diesmal kommt der Erstschlag auch zum Tragen, weil ich ja in der Heldengestalt bin. Das heißt, sie greift mich an. Nachdem Supergenten einen Charakter angegriffen und ihm Schaden zugefügt hat, wird der Charakter betäubt. Ich will dich betäuben, dann will ich eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt. Also blocke ich mal. Kriegst sozusagen keinen Schaden, weil 2 Angriff, 2 Verteidigung, kein Schaden passt. Bin ich also nicht betäubt, aber natürlich auch dann erstmal hier wieder erschöpft. Gut, das also jetzt mal die erste Runde für Thanos. Bin mal gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Jetzt hier mit der Supergiant Black Order Elite Karte 5 hat die. Mann, 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 Mann. 2. Ja, dann würde ich wahrscheinlich ihm mal den guten Ork hier spielen. Gibt 2 Karten. Oder den hier. 2 Angriff. Schergenangriff, das ist auch nicht schlecht. Er ist besser im Angriff, glaube ich. Ich nehme mal den guten Talk hier. Das heißt, er kommt jetzt hier ins Spiel. Gib ihm einen Zielstatuskarte, falls du mit einem Schergen im Kampf bist. Bin ich also hier, wenn er jetzt beliebige Menge an Schaden kriegen würde, passiert erstmal nichts. Und ja, dann würde ich, weil dann halt ein Basisangriff kommt, dann gebe ich hier mal noch die Ressource aus und spiele, hänge diese Karte an einen Guardian-Verbündeten. Ist er. Ja, darf maximal vom Verbündeten sein. Mit diesem Upgrade bekommt 2 Angriff und erhält Durchdringen. Durchdringen, also C-Status-Karten werden jetzt nicht mehr relevant sein. Das heißt, in dem Fall ist es jetzt eine 4er-Karte. Gar nicht so verkehrt. Ne? Greife ich auch mal sie hier an. Schade, dass ich nur 4 mache. Aber
so ist es, glaube ich. Oder greife ich denn lieber Thanos an damit? Greife ich lieber Thanos an? Ach nee, ich greife mal sie an hier. 3, 4 Schaden. Ja, dann kommt natürlich die C-Karte hier weg, weil ich würde ja Schaden nehmen. Mache ich sozusagen dann nicht an der Stelle. Und glaube eher fast, dass ich hier wieder in die alter Ego-Gestalt gehe. Hier quasi spielbereit. Und darf dann auf 6 Karten nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier haben wir wieder diese Unterbrechungskarte, ne, was ich Schaden abwerten kann. Die Projektwiedergeburt kann ich hier erschöpfen. Ziehe entweder eine Karte oder heile 3 Schaden. Nicht unverkehrt. Füge einem Gegner 5 Schaden zu, falls du für diese Karte nur mit Blitz oder Energieressourcen bezahlst, erhältst du der Overkill. 5 Schaden. Mache Venom und jedes Waffen-Upgrade unter deiner Kontrolle spielbereit. Und dann haben wir hier, durchsuche dein Deck nach einem Waffen-Upgrade und nimm es auf die Hand, mische das Deck. Und hier habe ich auch Energie. Ja, falls ja, zum Beispiel für die Karte Overkill oder so, also gar nicht so verkehrt von daher. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass ich gerade mit dem Tag hätte, hätte ich vielleicht sogar auch aktiv da sein können. Aber so ist das nun mal. Dann geht's also weiter. Hier gibt's erstmal einen schönen Bedrohungsmarker. Und Thanos wird aktiviert. Dann kommt hier also ein Infinity Stone wieder ins Spiel. Gedankenstein, ne? Entweder werde ich verwirrt oder falls ich verwirrt bin, muss ich eine zufällige Karte ablegen. Aber das wird ja noch nicht aktiviert, sondern kam ja nur ins Spiel. Dann hat der gute Thanos ja 2 Plan vorantreiben und eine Boostkarte. Das hier, das Symbol, ist er also bei 3. Kommen hier also plus 3, sind wir bei 5. Und dann macht er die Super Giant, auch nochmal 2, 5, 6, 7. Sind wir da bei 7, bei 12 schreitet der Plan ja voran. Und dann gucken wir mal, was es jetzt hier noch für eine tolle Karte gibt. Der Schurke treibt den Plan nochmal voran. Och, meine Fresse. Das heißt also wieder 3 plus dem Boost. Und der Boost ist in dem Fall, lege einen Verbündeten oder Vorteil unter deiner Kontrolle ab. Boah, das ist natürlich extrem schade und extrem gemein. Aber das heißt, der gute Talk muss wegkommen und damit geht auch der Speer weg. Schade, schade, schade. Ja, aber ja, kann man nicht ändern. Und dann kommen hier natürlich nochmal 3 dazu, sind wir jetzt also schon bei 10 Bedrohungen. Ungünstig vielleicht gelaufen, aber so ist das manchmal. Gut, dann überlege ich mal, erschöpfe hier wieder eine Karte oder heile das. Ja, ich werde, glaube ich, erstmal hier den geladenen Schuss machen. Durchsuche dein Deck nach einem Waffen-Upgrade. Kostet
Ja gut, dann nehme ich hier mal die Multigun auf die Hand. Zwei Fischer nehme ich noch mal an. Spiele ich erstmal die eine Karte. Spiele ich jetzt hier nochmal das Projekt aus, ne? Erschöpfe die und ziehe noch eine neue Karte. Das ist auch wieder wilder Angriff. Der auch gar nicht so uncool ist. Die werde ich jetzt nämlich auch mal dann in den Modus hier gehen. Und ich werde wilder Angriff auch mal spielen. Und werde hier auch mit wirklich den Blitzressourcen auch nur bezahlen. Das heißt 5 mit Overkill. Und ich greife als erstes hier sie an. Mache also noch einen Schaden bei ihr. Dann kommt sie weg. Und dann gehen noch 4 Schaden an Thanos. Ist ja also mal 1, 2, 3, 4. Jetzt bei 11 angelangt. Und dann fehlt mir jetzt noch eine Ressource, wie das immer so ist. Die Waffe kann ich noch nicht ausspielen. Die Waffe nehmen, um sie wieder abzulegen, ist auch irgendwie gefühlt. Gefühlt ein bisschen doof. Zumal, wenn er wieder einen dollen Angriff startet. Ja, greife ich lieber einmal mit 2 nochmal an. 1, 2. Und ja. Bleibt dann hier also in der Heldengestalt. 1, 2, 3, 4, 5 Kärtchen. Gibt's hier? Was gucken wir mal? Mache Venom und jedes Waffenupgrade wieder spielbereit. Und Spinnensinn. Sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet, ziehe eine Karte. Ja, auch gar nicht so verkehrt. 5. So, also jetzt sind wir hier bei 11. Also sehr nah dran, dass das ganze Ding voranschreitet. Er greift an und er verwirrt mich erstmal. Damit kann ich quasi Widerstand leistende Sachen erstmal nicht spielen oder muss halt diese Karte ablegen. Und hier also weg. Ja, und dann hat der gute Thanos jetzt also 3 Angriffe. Ich würde mal nicht blocken. Guck mal, was die Boost-Karte sagt. 3, 4, 5. Jetzt also 5. Könnte ich jetzt für die 2 bezahlen oder sie durchgehen lassen? Da habe ich wieder nicht genügend Karten, um hier allen möglichen Scheiß zu machen. Das ist auch wieder doof. Ah, lass ich die mal durchgehen? Ja, ich lasse die mal durchgehen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Noch bei 7. Und dann gibt es jetzt noch eine Begegnungskarte. Der Ebony Man. Na super. Der ist schurkisch. Das heißt, wenn der Sachen macht, dann kriegt der auch eine Boost-Karte. Aber die Aktivierung war ja, da ist schon quasi passiert. Deswegen macht der erstmal nichts. Aber es ist harter Tobak auf jeden Fall. Ja, dann bin ich wieder dran. Und ich werde jetzt wahrscheinlich mal. Einfach mal die Waffe ausspielen für 3. Oder da nochmal. Oder versucht er eher Schaden zu machen, glaube ich. Weil. Tü-tü-tü.
Eins, zwei. Gebe ich mal aus und spiele wieder hier den, diesmal ohne Overkill. Mach einfach 5 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Damit ist er bei 4. Ja, die Karten hier, die lasse ich jetzt nochmal auf der Hand, denn ich werde jetzt nochmal in alter Ego-Gestalt gehen und mich nochmal um 1 heilen. Hierfür. Und dann nochmal 4 Erholung machen. Dann bin ich nämlich wieder voll aufgepusht. Eins. 3, 4. Bin ich wieder bei 12. Ja, so machen wir das. Dann werden die hier wieder ready gemacht. Handkartenlimit 6. 2 habe ich ja. 2, 3, 4, 5, 6. Rennen und schießen, mache Venom spielbereit, Salve, erschöpfe einen Waffenupgrade unter deiner Kontrolle, füge einem Gegner 5 Schaden zu, geschickter Schlag, ja, hier wieder mit dem Basif-Angriff kann ich es machen, und Stärke als Ressourcenkarte. Okay. Ja, dann sind wir ja hier bei 12, weil jetzt noch 1 wieder dazukommt. Zip, zip, zip. Gucken wir mal, was hier Schönes jetzt passiert. Mit der Karte 2a. Sobald aufgedeckt, jeder Spieler mischt seinen Ablagestapel in sein Deck. Okay. Und die oberste Hälfte seines Deckes abgerundet wird aus dem Spiel entfernt. Oh meine Fresse. Wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33. Na super. Also bei 32, also 16 Karten aus dem Spiel. Ja, krasse Nummer, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Karten sind jetzt hier aus dem Spiel, will ich mir auch gar nicht angucken, kriege ich dann noch schlechte Laune nachher. Und gucken wir mal, was hier los ist. Jetzt also, wie gesagt, nochmal 12 Spieler, auch 0, die da am Anfang raufgelegt werden, wieder plus 1. Ja, aber wenn das dann jetzt erfüllt ist, dann ist es vorbei. Ja, gucken wir mal, jetzt ist ja der gute Thanos auch dran mit dem Plan vorantreiben. Erstmal aktiviert der Handschuh wieder. Gibt es jetzt hier 9 Stein. Du wirst betäubt. Wenn du bereits betäubt bist, würde man Schaden nehmen. Aber der aktiviert ja noch nicht. Der wurde nur hingelegt. Und dann gibt es jetzt 1, 2 plus Boost-Karte. Hier kein Symbol. Also wird der Plan 2-mal vorangetrieben. Aber dann gibt es ja auch noch den guten Ebony Man und der ist ja schurkig, das heißt, er kriegt auch noch eine Boost-Karte. Sehen wir hier also nochmal plus 2 Boost-Symbole, also 1 plus 2 macht er auch nochmal 3 Schaden. Und da sind wir auch schon bei 5 wieder von 12. Ein bisschen unangenehm gefühlt. Dann unsere Karte hier, Begegnungskarte, sobald aufgedeckt, bringe die oberste Karte des Infinity-Stein-Decks ins Spiel. Ging also jetzt 2 Steine im Spiel. Und der sagt, lege die obersten 4 Karten deines Deckes ab und platziere für dich auf diese Weise abgelegte unterschiedliche Karten. Ah, doof, dass das hier auch jetzt schon wieder was mit Bedrohung ist, weil das sieht hier aus, als wenn mich das so ein bisschen kalt macht, gefühlt. Ja, na gut, na gut, na gut. Dann würde ich erstmal
das hier wieder benutzen, um eine Karte nachzuziehen, geladen und entsichert. Besuche dein Deck nach einem Waffen-Upgrade und nimm es auf deine Hand und mische dann. Okay. Ja, weiß gar nicht, ob ich es unbedingt so brauche. Den hier nochmal, das wäre verwirrt, bevor ich also Widerstand leisten kann. Den eigentlich mal schnell fertig machen. Nicht hier irgendwie Sachen, die den mal alle machen können. Weil dann hält ein Basisangriff, bekommt er für diesen Angriff plus 2. Irgendwie müsste ich auch mal die Sachen runterkriegen hier. Mann. Also, ich greife mal an, spiele hier noch das Ereignis, ne? Basisangriff plus 2, das heißt, ich mache jetzt 4 Schaden und die mache ich auch mal gegen Thanos, ne? Damit ist er also auf 0 gefallen. Kommt jetzt also in Stufe 2. Das haben wir schon auch erlebt letzte Mal. Und das heißt, jetzt bekommt er erstmal wieder eine Fähigkeitskarte. Und der Helm kommt ins Spiel. Und er ist bei 23 Lebenspunkte. So, wo ist denn sein Helm? Ah, den haben wir schon abgelegt, den Helm, okay. Da ist er. Da ist er, der Helm. Ja, jetzt wieder Vergeltung. Also wenn jetzt wieder angegriffen wird, dann macht er wieder einen Schaden zurück. Und aber hier viel ungünstiger diese C-Status-Karte. Und dann trügern ja auch gleich bald noch die Sachen. Gut, also er ist jetzt wieder bei 23 oder wieder bei 23. 4, 5. Jetzt würde auch angegriffen werden. Dann würde ich jetzt mal noch was spielen. 3. Gebe ich mal für 3 jetzt aus und bringe hier das Upgrade, hier die Multigun ins Spiel. Ja. Die ist, wie gesagt, eingeschränkt. Da kann ich ja bis zu 3 eingeschränkt Karten haben durch Venoms Fähigkeit. Jetzt kann ich dem Gegner 2 Schaden zufügen oder jedem Schergen 1 Schaden oder 2 Bedrohungen von einem Plan entfernen. Weil es ja jetzt nichts mit Widerstand leisten hat an der Stelle, würde ich hier mal das nutzen und 2 Bedrohungen vom Plan entfernen. Und jetzt könnte ich noch was für 2 spielen. Weiterhin Schurken. Ja, mache ich mal diesen Spinnensinn. Jetzt hier der Spinnensinn. Sobald der Schurke einen Angriff gegen dich einleitet, ziehe eine Karte. Gut, dann mache ich das jetzt wieder alles. Spielbereit. Zack. Ja, dann wird es hier wieder eine Bedrohung nach vorne gebracht. Er aktiviert die ganzen Sachen. Also, ich werde betäubt. Damit kommt diese Sache weg. Dann jetzt die obersten 4 Karten. Gucken wir mal, was das sind. Also einmal ein Vorteil, ein Verbündeter, noch ein Verbündeter und noch ein Verbündeter. Also
zwei unterschiedliche Kartenarten, aber auch natürlich viele Sachen weggelegt. Da kriegen wir also hier nochmal zwei Bedrohungen oben rauf. Sind wir da also bei 6 Bedrohungen und der Stein hier wird abgelegt. Ja, dann greift der Gute an mit 3, 4. Der hat jetzt 4 Grundschaden. Und weil er angreift, meinen Spinnen sind, ziehe ich eine Karte. Habe ich hier eine Verbündete rausgehauen. Zack. 0. Ziemlich lässig. Da muss ich allerdings Schergen mit ins Spiel bringen, wenn ich die spielen will. Immer diese Amazonen. So, also wir waren bei 4. Der greift mich mit 4 an. Mit 4. 4, 4, 4. Und eine Boostkarte. Ich lasse mal drauf ankommen. Gucken wir mal, was das für ein Boosten-Ball hat. 4, 5, 6. Also 6 Schaden. Also runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann greift der Gute hier nochmal an. 1 plus eine Boost-Karte. Nochmal 2 Schaden. 1, 2, 4. Unangenehm, kann ich da nur sagen. Aber so ist das. Und dann gucken wir mal, was es jetzt hier noch für eine Bedrohung gibt. Ich bin Held. Oh, der Schurke greift nochmal an. Ja, da muss ich jetzt auf jeden Fall blocken. Aber es kann trotzdem ganz schön ekelhaft werden. Greift nochmal an. Also 4 plus der Stern. Und der Stern sagt, gibt Thanos eine C-Status-Karte. Der ist allerdings schon C. Ja, 4 mit 2 Verteidigungen bin ich also auf 2 runter. Unangenehm, unangenehm, kann ich da nur sagen. Dann hatte ich ja ganz vergessen, 5 Karten hier nachzuziehen letzte Mal. Die eine Karte, die habe ich ja dann zusätzlich bekommen. Gucken wir mal, also was da haben wir wieder unseren guten Torhi. Trock, der Frosch, ja, ich habe jetzt nur noch 2 fucking Leben. Irgendwie nicht so geil, muss man dann mal festhalten. Ich werde also in die... ich guck mal erstmal noch, dass ich hier irgendwie wahrscheinlich irgendwas angreife vielleicht oder so. 2, die könnten nochmal angreifen. Da brauche ich 3 Karten. Dann nehme ich vielleicht die hier. Nehme ich einfach die hier. Und ja, dann mache ich hier erstmal noch eine Heldenaktion. Entferne 2. Ja, dann entferne ich hier mal 2 Bedrohungen vom Plan. Weil jetzt wird der, kommt ja da gleich wieder Bedrohung auf. Gucken wir mal, was da so passiert. Dann würde ich jetzt hier ins Alter Ego gehen, mich hiermit noch um 1 heilen und 4, also um 5 heilen. 1, 2, 3, 4, 5 sind wir bei 7 wieder. Ja, dann bezahle ich jetzt hier mal für 3. Holen wir also den guten Talk und dann wieder das Upgrade raus. Kommt der hier mal hin? Hoppa, kommt der hin? Mal hier mal ein bisschen rüber. Ja, also hier der gute Talk. Der hat jetzt einen Angriff von 4. Ja, damit greife ich dann mal. Ah, und der kommt mit einer C-Status-Karte ins Spiel. Ja, aber die wird dann gleich wieder abgelegt. Und
3. Da kommt. Und hier kommen 4 Schaden rauf. So. 4 Schaden und die Karre weg. Gut. Dann. Tja. Tja. Mache ich das hier wieder alles spielbereit? Jetzt aber nicht vergessen nachzuziehen. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karte. Liegt da. Immer wieder die Tentakel. Angriff ist jetzt gerade noch nicht. Ja, zweimal die Pistolen nehmen und nochmal den guten Martinex. Haben wir ja auch schon kennengelernt. Und dann schauen wir mal, wie so unser Glück hier ist. Ja, also. Dann sind wir jetzt hier bei 5 Bedrohung. Der letzte Infinity-Stein kommt hier. Und zwar ist es, wenn er ausgeführt wird, verbindeten oder Upgrade ablegen oder sowas. Aber es passiert ja gerade erstmal noch nicht. Dann hat Thanos 2, 3 und eine Booster-Karte, das hier aber nichts macht. Also 3, 5, 6, 7, 8 sind wir hier. Dann macht der Ebony Man nochmal eine 1 plus Booster-Karte. Also nochmal 2. Dip, dip, dip. Sind wir hier jetzt also bei 10. Auch wieder knappe Kiste an der Stelle. Und jetzt darf nicht nochmal hier irgendwas vorangetrieben werden. Gucken wir mal, was die Begegnung sagt. Lege ein Upgrade oder einen Vorteil unter deiner Kontrolle ab, falls du auf diese Weise keine Karte hast, würde er diese Karte nachrüsten. Also Upgrade oder Vorteil ablegen. Tja, dass ich mich nochmal. Dann lege ich, glaube ich, dieses Upgrade mit dem Kartenziehen. So ist es. Und dann bin ich auch schon wieder dran. Würde ich auf jeden Fall nochmal um 1 heilen. Ja, bei 8. Oh, ja, nee, falsche Sache. Also, noch keinen Schaden gemacht. Das ist echt krass. Echt krass kacke gelaufen, kann man fast ja schon sagen. Ja, dann drehe ich mich hier mal um. Würde, glaube ich mal. Ach, verwirrt, betäubt, das ist auch. Verwirrt und betäubt. Dann schieße ich mal ihn hier weg. Zack. Rüstet der mich hier nur 2? 1. Eins, zwei, spiele ich hier also ihn hier nochmal wieder aus, den Martinex. Hier nochmal hier hin, meinen Verbündeten. Ja, dann greife ich damit mal an. Greife ich mal an, kommt jetzt die Statuskarte weg.
Dann greife ich mit ihm hier an. Das sind also 4, 1, 2, 3, 4. Bei 19. Und dann würde ich wahrscheinlich mal Widerstand leisten, damit ich nicht mehr verwirrt bin. Dann gebe ich 2 aus. Spiele hier, entferne 3 Bedrohungen von einem Plan. Zurück. 2. Dann werden die wieder alle ready gehen. Zurück. Zack. Naja, der kriegt natürlich auch noch einen Schaden. So. Ja, dann kriege ich eine Karte. Eine verdeckte dazu. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier wieder Lagebeurteilung, geschickter Schlag, Groot, Avengers Menschen und einmal mehr Ressourcen. Auch nicht verkehrt. Ja, dann gibt es jetzt hier mal wieder 5, 6, 7, 8 auf die Mütze. Dann aktiviert ja hier der Stein, lege einen verbündeten Upgrade oder einen Vorteil. Tja. Tja. Nee, glaube ich mal den Vorteil hier ab. Der Stein raus erstmal. Ah, ich habe ja hier schon wieder einmal angegriffen. Den hier gibt es nochmal mehr. Er hat auch angegriffen, wegen der Karte hier. Dann ist Torgy Boy auch raus. Ach ja. Ja, dann greift er an. Block ich hier mit ihm. 3, 4 und eine Boost-Karte. Okay. Hat also 1, ist also 5. Geht der also hier weg. 5. Und dann gibt es jetzt hier 2 Karten. Sektor aufs Eingang erst Overkill. Der kommt raus und sobald aufgedeckt, gibt Thanos eine C-Status-Karte. Falls du das nicht kannst, platziere 2 Bedrohungen auf den Hauptplan. Und die hat Anstacheln 1. Gibt es also nochmal eine Bedrohung auf dem Hauptplan. Und er kriegt wieder eine C-Karte. Das ist ja super toll. Und der Black Dwarf ist hier mit uns im Kampf involviert. Ja, dann geht's weiter. Nächste Runde. Ah, das ist jetzt leer geworden. Da kriegt er jetzt noch eine verdeckte Boost-Karte, der gute Thanos. Nehmen wir hin. So, was kann ich denn jetzt hier Schönes machen? Kann ich 19 Schaden machen? Wahrscheinlich nicht. Mm-hmm.
Wahrscheinlich nicht, aber ich würde mal für 3 Ressourcen den guten Groot ausspielen. Na? Nachdem Groot gegen einen Angriff verteidigt hat, Teil der 2, muss man natürlich auch erstmal überleben. Ne, dann nehme ich hier die. Warte mal. Sobald du ein Head bist, was bekommt er von den Organen? Dann würde ich hier mal angreifen. Dann kommt die Betäubt-Karte weg. Greife ich mit Groot an. Ja, ich greife mal mit Groot an. Mache 2 Schaden. Und hier kommen auch 2 Schaden hin. Dann schieße ich hier nochmal 2 rauf. Hier. Ja. Und dann will ich hier noch die Karte für 0, dass ich jetzt gleich 1 noch mehr nachziehen kann. Vielleicht da sie auf 6 aufziehen. Und das war's dann nochmal. Ich bleib mal, glaube ich, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upgrade. So eine Salve hier. Mit einem guten Drax. Sie und Gamora. Drei Verbündete. Dann gibt es hier erstmal wieder einen Marker, nur dabei 10. Dann wird vorangetrieben. Es gibt hier den Betäubtstein. Er ist aktiviert, genau 2, 3 plus jetzt 2. Nee, er greift ja an. Er greift an, genau. Also 3, 4, ich verteidige mit gut 4 plus diese Sachen. 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Schaden. Damit ist Groot weg vom Fenster. Dann greift der Black Dwarf hier an. Der macht 3 Schaden. Die lasse ich einfach durchgehen. 1, 2, 3. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht zu kacke wird. Hier, was haben wir hier? Sobald besiegt, teile dem Spieler, der diesen Plan besiegt hat, eine verdeckte Begegnungskarte zu. Ja, Tribut 2 pro Spieler. Kommen jetzt hier also erstmal 2 pro Spieler. Und ich kann den Hauptplan jetzt erstmal nicht versuchen, irgendwie zu bekämpfen, solange das, ja. Boot nicht abgehandelt ist. So, okay, ja. Dann bin ich wieder dran. Ist leider nicht ganz so fluffig hier. Ich greife den an vielleicht. Zwei Schaden, 2 Bedrohung. Ah, ich muss auch diese Bedrohung und da kriege ich 19 Schaden, kriege ich ja auch nicht hin. Aha. 2 Bedrohung.
So. Schieß mal hier zwei auf den, damit die wegkommt. Dann kann ich die ja wieder nicht. Fünf. Nee. Geht nicht. Dann greife ich ihn an. Hier in der C-Karte kriege ich einen Faden. Oh Mann, ey. Geht doch alles wieder vorne und hinten nicht auf. Dann spiele ich die beiden. Nehmen wir noch mal eine. Mir nochmal einen Schaden und für eine Ressource, damit ich die Salbe hier spielen kann. Erschöpfe die Waffe bei deiner Kontrolle, mache 5 Schaden. Krieg wieder durch die Vergeltung. Kann ich das jetzt mal ablegen eigentlich? Fehlt mir die Geistressource. Dann. Ah ne, ich muss einen verbündeten E spielen. Dann werde ich mal Drax spielen. 1, 2, 3. Ich spiele Drax hier. Der greift dann an für 3. 1, 2, 3. Gibt dann aber Vergeltung hier 1 mit auf die Mütze. Ich glaube, da ich das sonst nicht überlebe, aber so überlebe ich das auch nicht, einfach jetzt hier den Plan. Entweder sterbe ich, weil die Schaden machen oder weil der Plan vorangetrieben wird. Ah, verdammte Axt. Also ihr seht schon, ja, ich kann jetzt eine Nummer bereit machen. Ich bleib mal. Vielleicht kriege ich noch so ein Verteidigungstentakel-Gedöns. Das könnte jetzt mein einziges Glück. Darauf baue ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste so eine Karte, glaube ich, noch da gewesen sein. Habe ich allerdings leider nicht gezogen. Ach doch, doch, hier, ja. Verteidigung, na Mensch. Das ist doch gar nicht so verkehrt gewesen. Dann gibt es jetzt hier, der Plan wird vorangetrieben. Zack. Das ist bei 11. Du wirst betäubt. Ich bin betäubt. Der Stein hier, der greift mich an. 3, 4. 3, 4. Finde ich eigentlich egal. Sobald der Schurke einen Angriff, verhindere den Angriff. Betäube den Schurken. Betäuben kann ich ihn ja eh nicht, von daher. Ja, also 3, 4 Boostkarte. Boostkarte, was sagt die? Lege einen Verbündeten oder ein Upgrade unter deiner Kontrolle ab. Verbündeten darf ich nicht ablegen. Super, dann muss ich hier meine Karte ablegen. Also 3, 4. Ja, spiele ich hier die Karte aus.
Langer Tentakel verhindert also den Schaden. Und dann blocke ich mit Drax D3. Ist der sozusagen auch weg vom Fenster. Ahaha. Und jetzt schauen wir mal, was hier noch kommt. Hänge diese Karte an Thanos an. Nehmen würde, senke den Schaden um 1. Nachdem ein Held einen Basisangriff gegen Thanos durchführt, gibt Ressourcen aus, lege diese Karte ab. Also Thanos hat jetzt auch noch seine Rüstung hier gekriegt. Damit ist er schon fett dabei. Uiui, sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Tja. Widerstand entfernen. Dann muss ich aber umgehen. Dann passiert es jetzt. Konnte ich es jetzt nochmal um 1 auszögern. Entfernen mal noch einen Widerstand hier. Zack. Dann muss ich aber hier hingehen. Und dann, ja, ziehe ich auf 6 nach. 2, 3, 4, 5, 6. Dann gibt es jetzt hier erstmal wieder noch eine Karte. Ja, Deck ist leer. Neue Begegnungskarte verdeckt. Und dann bringen die den Plan voran. Das ist also zu viel schon. Schub, schub, schub. Also hier diesmal hat Balance im Universum getriggert. Oh, jo. Also vom Plan vorantreiben. Aber habt gesehen, Thanos noch 11, ich noch 2, also auch alles so ein bisschen fisselig. Fühlte sich aber trotzdem auch wieder, nicht ganz so knapp an, vielleicht wie mit Gomorra, aber jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gar keine Chance hatte. Okay, also, wie gesagt, hier kommentieren und auch in dem Gomorra-Video einfach mal so eure Tipps abgeben. Natürlich, bevor ihr den Ausgang seht, aber es ist auch gar nicht so wild. Hier geht es nur darum, dass ihr mit einem Kommentar in den Lostopf kommt und da wird dann einmal Grundspiel und alle 3 Erweiterungsboxen verlost. Also schaut mal wieder rein, wenn es ein nächstes Solo-Let's Play von mir gibt oder ein anderes Marvel Champions Video, wo ich sozusagen das da auch so mit aufnehme. Seid da also mal gespannt, was da noch kommen mag. Und ich überlege jetzt auch mal ganz stark, ja, welcher Held, Heldin als nächstes mal gegen Thanos antreten darf oder soll, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Held oder Heldin ihr da vielleicht gerne sehen wollt. Freue ich mich auch immer. In diesem Sinne, ciao!